Hallo und herzlich willkommen auf meinem Kanal. Ich möchte euch heute begrüßen hier zu einer weiteren Vorstellung auf meinem Kanal. Ja, ich habe hier gefunden diesen deutschen schicken Oldtimer hier. Das handelt sich um den D06 Serie. Vierradantrieb, wie wir hier sehen, ist hier auch schick auch animiert. Da die Kardanwelle, also das gefällt mir ganz gut, das Ganze. Wir haben auch hier, wie wir sehen, hier einiges, was wir hier im Shop hier ändern können. Das gute Stück kostet hier 17.000 Euro und Miete sind wir bei 867 inklusive, so wie da steht. Ja, Leistung haben wir da 65, bestensprechend 48 kW, manuelle Schaltung, Lastschaft, Stufen steht mal hier da und 30 km/h. Und ja, 3,9 Tonnen. Wir können zum Beispiel hier uns einen Überrollbügel hinzufügen. Dann ein Überrollbügel 2. Dann diese Kabine, wie wir sehen. Da kann man mit Maussteuerung das oben her aufmachen, wie wir dann nachher auch sehen werden. Und unten her, coole Sache das Ganze, oder ohne. Dann, ja, können wir hier noch Beifahrer hinzufügen auf der linken Seite, auf der rechten Seite, beide Seiten. Ja. Dann können wir uns ein Hufeisen hinzufügen auf der Hinterseite. Dann können wir auch auf der Vorderseite. Dann Hufeisen hinten und vorne natürlich. Dann einen Feuerlöscher. Dann eine Speziflasche und da unten her noch eine Werkzeugkiste. Oder wir können uns das Ganze natürlich hier gönnen. Ja, dann gibt es hier noch vorne eine Fronthydraulik, wie wir sehen, von Hauer. Da ist mir aufgefallen, dass der in der Mitte also attachen tut, her bei der Zapfwelle und nicht oben her. Dann gibt es natürlich hier die Standardkupplung vorne, ohne also Fronthydraulik. Dann gibt es hier Frontladekonsole, wie wir hier sehen. Das ist jetzt die einfache. Dann gibt es natürlich die Industrie, wie wir sehen, mit den ganzen Schläuche, also die neuere. Da haben wir natürlich auch Farbwahl, wie wir sehen. Dann gibt es noch hier von Stoll das Ganze. So, und als nächstes schauen wir uns hier diese Variante an. Also können wir hier oben vorne uns 200 Kilo Frontgewicht hinzufügen. Oder hier diese Kabine. Das Ganze gibt es auch einmal hier natürlich mit also Frontgewicht, wie wir sehen, aber da fällt natürlich dann hier der Beifahrersitz also hier innen drin natürlich weg. Da muss man natürlich dann auch drauf achten. Motorisierung haben wir jetzt hier die 65 PS, entsprechend 48 kW, den D6806. Dann gibt es den D7006 mit 70 PS, entsprechend hier 51 kW. Dann gibt es den D7206. Ja, das Ganze mit 72 PS entsprechen hier 53 kW. Dann gibt es das Ganze einmal hier noch ein bisschen mit mehr Power. Ja, da haben wir hier, wie wir dann sehen, 123 PS entsprechen hier 90 kW. Reifen gibt es jetzt da, also den PKD mit Standardbereifung. Dann gibt es es also als groß oder wieder hier Standard. Dann Fredestein mit Standard. Oder Standard 2. Das ist hier so alles, was es hier gibt. Schade, dass es da keine andere Bereifung gibt. Aber cool finde ich natürlich hier die Felgen. Ja, da sind wir jetzt eigentlich schon hier im Shop fast durch. Farbwahl gibt es natürlich hier, wie du deinen Trecker natürlich hier ein bisschen gestalten willst. Auf Alt oder sowas auf der Richtung, dass die Farben ein bisschen ausgeblasen sind. Designfarbe zum Beispiel hier ist Führerhaus. Kannst natürlich auch hergehen und dir so her ein bisschen gestalten, je nachdem, was für eine Variante du natürlich möchtest. Gleiche ist hier mit Felgenfarbe, ist hier natürlich auch hier möglich. Ja,
das Ganze sich so zu kaufen, wie man möchte. Wie wir sehen, hier Kennzeichenwahl hast du. So, ich habe jetzt den schon ein paar Mal gekauft und wie gesagt, ich habe ja schon mal probiert. Ja, dann steigen wir mal hier in den hier mal ein. Wir haben nur bei diesen hier die Möglichkeit, auf und zu machen mit der Maussteuerung. Wie du siehst, mit der Maus. Wir haben hier leider kein Simple IC drin. Wieder Gerät wählen, weil das vergesse ich sonst oft. Ja, Frontlader. Wie wir sehen, hier funktioniert. Und wir haben hier keine Animation. Das ist ein bisschen schade. Wie gesagt. Ja, Animation. Linker Controller, das hier funktioniert. Man sieht es jetzt am Tag ein bisschen schlecht. Halten wir mal ab. Zimmer ist auch hier animiert. Hupe. So, Verschmutzung ist hier nicht besonders viel. Ihr könnt uns das gleich jetzt noch bei diesen hier dann gleich auch anschauen. So sehen wir hier, ist es mit der Verschmutzung. Bei einem ist ein bisschen mehr, bei einem ein bisschen weniger. Das Ganze. Und ich würde mal sagen, wir nehmen jetzt hier dieses gute Stück, machen mit denen hier uns einen Attacher-Test. Lenkgetriebe ist schick animiert. Da sehen wir jetzt hier, da gehen dann die Schläuche so seitlich hin, wegen der Fronthydraulik. Sound her ist echt cool. Da geht er leider nicht ganz runter. Den Böttinger dann drüber zu ziehen, natürlich mit der stärksten, also PS, also Gruppe. Da sieht man hier die dynamischen Schläuche. So. Cabrio gekauft, gut. Dann sehen wir jetzt hier, wie ich davor gesagt habe, dass er da andockt. Und den gehen dann die Leitungen so schief hin. Das ist jetzt ein Fehler, was ich also gesehen habe, was eigentlich nicht passt. Das müsste das in der XML geändert werden. So, da waren wir schon dran. Aber glaube hier waren wir noch nicht. Sehen wir jetzt hier, das passt. Da können wir jetzt eigentlich jetzt dann da hergehen und dann unser Lichttest machen. Das finde ich ist auf alle Fälle wichtig. So, Blinker. Da haben wir also hinten links keinen Schein. Hinten rechts schon mal ein Blinker. Man hat wahrscheinlich den Schein verschoben oder vergessen. Weil Reflexion nach vorne ist gegeben.
als Licht. Das finde ich super. Ein Kegel. Jetzt aber bei dem normalen Licht haben wir auch einen Kegel. Und das finde ich, das ist nicht okay. Und bei dem Bremslicht auch nicht. Vorne ist optimal. Das Ganze finde ich sehr schön gemacht. Jetzt wenn wir mal in Innenansicht gehen. Hier unsere Kontrolllampen funktionieren. Armatur leider nicht, also beleuchtet. So. Zum Beispiel hier bei dem guten Stück. Haben wir jetzt auch, also Bremslicht. Ja, das ist hier gleich. Dann mit den Arbeitsscheinwerfer genau gleich. Jetzt hier. So soll es ja auch sein. Jetzt gehen wir das zu den anderen Kollegen dann rüber mit der Kabine. So. Da schaltet jetzt hier also die Arbeitsscheinwerfer vorne ein. Hier, wie man sieht, da hat man jetzt zwei Kegel. Ist ein bisschen versetzt so her. Hinten her zwei Kegel, so soll es sein. Bremslicht, ja. Da ist ja, wie gesagt, ein Kegel. Das sollten nochmal zwei sein. Das normale Licht hinten auch ein Kegel. Sollten auch zwei sein. Das ist jetzt was also ich gesehen habe, was meiner Meinung nicht so richtig okay ist. Das sollte noch gemacht werden. Dann natürlich also mit den Detacher-Punkten, mit den dynamischen Schläuchen vorne, vielleicht der Unterlenker sollte auch noch gemacht werden, finde ich. Der Spiegel funktionieren ganz gut. Gehen wir noch unsere Tagesgeschichte über. Machen wir unsere Silofahrt. Sound finde ich ganz gut. Achse ist hier vorne schon flexibel. Das ist jetzt hier der 68. Gibt's ja, weiß jetzt nicht, ob der das schafft oder nicht. Also ich habe da vor mal mit den Großen drüber gefahren. Wir haben hier an der Seite uns ein Typenschild auf dem Rahmen. Wir können es jetzt mit denen probieren, nachher mit den anderen, falls es nicht klappt. Das sind 26 Kubik. Schaltsound. Der mit mehr Leistung hat auch eine höhere Geschwindigkeit als Endgeschwindigkeit. Ich glaube 40 km/h, soweit ich das in Erinnerung habe. Aber wie wir hier sehen, er quält sich rüber, er arbeitet. Die Achse vorne flexibel. Also wir können hier doch relativ ganz gut was wegreißen, muss man sagen. Ich glaube, ich habe viel zu viele Traktoren am Hof stehen. Schauen wir unsere... Oh, was haben wir denn jetzt hier? Wir haben hier... Oh, ah, das ist okay. Das kann sein, dass es was mit dem Mod zu tun hat, weil das hat irgendwas mit dem Exhaust-Grip zu tun, dass er irgendwie von braucht, dem Material, das irgendwie nicht laden kann. Aber ein Aero drin. Aber wenn man hier diesen Mod, also das Grip weglässt wegen den Abgas, dann denke ich mal, dürfte dieser Fehler nicht kommen. Also es hat was damit zu tun, dass sich dieser Mod beißt. Jetzt schauen wir noch innen drin rein, da sehen wir jetzt hier Spiegel, ja, gehen relativ ganz gut. So, fahren wir mal ein bisschen retour. Ist der Lenker eingeschlagen. Mal hier sehen, sind wir relativ, man sieht jetzt nicht den Hänger, irgendwie interessant, die sind so weit, ja, interessant, naja. Jedenfalls, man kann es schaffen, mit denen rückwärts so zu fahren. Wir hätten jetzt auch den Punkt natürlich, weil er nicht so ganz hundertprozentig ausgelegt dafür ist, dass wir hier noch eine große Toleranz natürlich haben. Ja, wie gesagt, also ein cooler Trecker. Ein paar Kleinigkeiten gehörten noch gemacht. Ist ein toller Oldtimer-Mod natürlich für Leute, die was natürlich gerne hier mit Oldtimer natürlich spielen.
leider hier nicht für die Konsolen hier verfügbar, falls ich es vergessen haben sollte. Ja, hiermit sage ich schon mal Dankeschön fürs Zuschauen. Bis zum nächsten Mal. Euer Franz. Ciao, ciao.